Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Robin Alexander und ich freuen uns sehr, Sie wieder zu einem weiteren Weltduell im Wahlkampf begrüßen zu dürfen. Heute zwei überaus prominente Gäste auch wieder hier bei uns, die wir ganz, ganz herzlich begrüßen wollen. Zum einen Janine Wissler, Co-Vorsitzende bei den Linken und Spitzenkandidatin Ihrer Partei. Schön, dass Sie hier sind. Wir freuen uns sehr. Und der Generalsekretär der CDU, Paul Ciemiak, hat sich zu uns gesellt. Wir begrüßen auch Sie sehr herzlich. Heute kriegt ausnahmsweise der Mann bei uns die erste Frage, weil wir treffen uns in einem historischen Moment. Zum ersten Mal liegt die Union in einer Umfrage hinter der SPD. Zum ersten Mal seit 15 Jahren, wenige Wochen vor der Wahl. Herr Ciemiak, Sie kommen gerade aus der Parteizentrale. Wie groß ist die Panik? Keine Panik, aber das ist ein Weckruf. Es ist eine Richtungsentscheidung bei dieser Bundestagswahl. Es geht jetzt um die Frage, bleibt Deutschland bürgerlich und in der Mitte oder gibt es Rot-Rot-Grün? Darum geht es bei der Bundestagswahl. Frau Wissler, wenn Sie auf diese Zahlen schauen, die da gerade veröffentlicht wurden, halbe Stunde ungefähr ist es her. Ihre Partei hat sich nicht weiter bewegt, nach wie vor bei 6%. Die Tendenz ist aber schon abwärts und man muss, glaube ich, so langsam fürchten, dass man die 5%-Hürde überhaupt schafft. Das alles auch unter anderem, seitdem Sie den Vorsitz mit übernommen haben. Was machen Sie falsch? Wir sind in den letzten Monaten und im ganzen letzten Jahr immer zwischen 6, 7, 8% gewesen. Das ist relativ stabil, aber das macht uns natürlich nicht zufrieden. Und da ist viel Potenzial nach oben. Wir beginnen jetzt mit dem Wahlkampf. Wir gehen an die Haustüren, wir gehen auf die Plätze. Wir machen unsere Positionen stark, nämlich die soziale Gerechtigkeit, den Klimaschutz. Dafür mobilisieren wir jetzt. Und deswegen freut es mich natürlich auch, dass es jetzt so aussieht, als könnte es auch eine rechnerische Mehrheit geben, jenseits von Union und FDP. Das ermöglicht eben wirklich auch politische Reformen und Dinge auch progressiv anzupacken. Bevor wir in die möglichen Koalitionen gehen, möchten wir noch mal über Inhalte reden. Was gerade in Afghanistan passiert, bewegt die Leute ganz stark. Heute hat der Veteran Markus Grottian, der das Patenschaftsnetzwerk der Soldaten für Ortskräfte in Afghanistan unterstützt, der Bundesregierung unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen. Er sagte konkret, er habe 5 Briefe ans Kanzleramt geschrieben. Warum hat Frau Merkel nicht rechtzeitig geholfen, Herr Ciemiak? Also ich kenne diese Briefe nicht. Ich kenne auch nicht die Beweggründe, wie damit verfahren wurde und warum damit so verfahren wurde. Ich habe aber heute ihn gehört und ihn gesehen und seine Zitate gelesen. Und das ist etwas, was, glaube ich, jeden, der es gesehen hat, unabhängig von einer parteipolitischen Zugehörigkeit bewegt, wie uns alle jetzt bewegt, was in Afghanistan passiert. Ich denke insbesondere an die Soldatinnen und Soldaten, die dort vor Ort sind, um Menschen zu retten und ihr eigenes Leben dafür zu riskieren. Und jetzt ist die Stunde der Rettung, aber es muss aufgeklärt werden, wer wusste von was wann und warum ist es zu dieser Situation gekommen. Mhm. Frau Wissler, da gingen gerade die Augenbrauen bei Ihnen so ein bisschen hoch und runter. Was bewegt Sie da gerade, wenn Sie an Ciemiak hören? Naja, was gibt es da aufzuklären, wie es zu dieser Situation gekommen ist? Es ist zu dieser Situation gekommen, weil die Bundeswehr, weil die Bundesregierung mit den Ortsgräfen schäbig umgegangen ist und sie hat im Stich gelassen. Man hat beim Bundeswehrabzug hat man 65.000 Liter Bier ausgeflogen, aber die Ortskräfte und die gefährdeten Personen dagelassen. Wir haben Ende Juni im Bundestag beantragt, dass man sofort die Ortskräfte evakuiert. Da hat die Große Koalition, da haben auch Sie leider dagegen gestimmt. Und so ist die Situation entstanden. Jetzt sind die Taliban in Afghanistan faktisch in allen Provinzen. Es ist zu befürchten, dass viele Menschen es überhaupt nicht mehr schaffen werden, das Land zu verlassen. Deswegen finde ich den Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung absolut angemessen. Und ich finde, da muss man sich jetzt wirklich fragen, wer trägt eigentlich dafür die politische Verantwortung, wenn das Auswärtige Amt zu falschen Lageeinschätzungen kommt. Wir haben einen Innenminister, der bis vor 2 Wochen noch Abschiebungen nach Afghanistan für möglich hielt, der sich gefreut hat damals, dass an seinem 69. Geburtstag 69 Afghanen abgeschoben wurden. Wir waren seit vielen Jahren vor dieser Situation. Es ist ein Desaster. Und jetzt muss es darum gehen, so viel wie möglich Leute jetzt zu retten, die rauszunehmen. Die bürokratischen Regelungen müssen weg. Man kann den Ortskräften nicht sagen, ihr dürft ausgeflogen werden, ihr müsst eure Söhne dalassen. Und dass man jetzt noch Bleibeprämien zahlt, oder damit die Leute dort bleiben und sich nicht retten lassen, das halte ich wirklich für zynisch. Deswegen jetzt so viel wie möglich retten. Ich habe Sie aus Höflichkeit ausreden lassen, aber es ist mir schwer gefallen, weil das, was Sie gerade sagen, ich fange mal an mit dem ersten Punkt, Abschiebungen. Das Auswärtige Amt ist zuständig für die Lageeinschätzung in einem Land. Und das Auswärtige Amt und nicht Horst Seehofer haben gesagt, die Lage lässt es zu, dass abgeschoben wird. Erster Punkt. Und zweitens, das, was Sie hier gerade vorgetragen haben,
bei allem Respekt, es ist an Verlogenheit nicht zu überbieten. Sie haben in Ihrer Parteivorstandssitzung beraten und wollen im Deutschen Bundestag nicht für den Rettungseinsatz stimmen in Afghanistan. Sie stellen sich hier hin und sagen unterlassene Hilfeleistung und wollen der Bundeswehr kein Mandat geben, die Menschen dort zu retten. Das ist verlogen. So kann man kein Land führen. Es wird jetzt allen klar, mit diesen Leuten will Olaf Scholz regieren und davon müssen wir Deutschland bewahren. Darum geht es jetzt bei dieser Bundestagswahl. Wie haben Sie denn gestimmt? Warum haben Sie denn Ende Juni abgelehnt, dass die Ortskräfte evakuiert wurden? Sie ganz persönlich, warum haben Sie dann dagegen gestimmt? Ich beantworte Ihnen diese Frage, wenn Sie dann auch die an Sie gerichtete Frage beantworten. Wir sind davon ausgegangen, übrigens ging es um Ortskräfte der Bundeswehr bei diesem Antrag. Ja. Jeder ist davon ausgegangen, nach den Berichten übrigens, den es gab, der Geheimdienste, auch des Auswärtigen Amtes und nach den Stellungnahmen der Bundesregierung, dass diese Menschen in Sicherheit gebracht werden, und zwar rechtzeitig in die Bundesrepublik. Das war die Annahme und deswegen habe ich auch so abgestimmt. Aber sagen Sie doch mal, warum sind Sie gegen den Rettungseinsatz der Bundeswehr? Warum stellen Sie sich hier in ein TV-Studio, machen große Sprüche und stimmen im Bundestag nicht dafür? Oder haben Sie jetzt Ihren Plan geändert? Wir sind nicht gegen den Rettungseinsatz, das haben wir auch ganz deutlich gesagt. Aber Sie wollen doch Sie nicht dafür stimmen. Wir sind der Meinung, dass so viel wie möglich Menschen gerettet werden. Deswegen werden wir auch nicht dagegen stimmen. Ja, aber dann stimmt man doch, wenn man doch dafür ist, dann stimmt man doch mit Ja. Das ist doch Doppelmoral. Wir sind dafür, dass so viel wie möglich Menschen gerettet werden. Was wir kritisieren, ist die Umsetzung, wie die Bundesregierung das macht. Weil sie die Leute zum zweiten Mal im Stich lassen. Aber Frau Wissler, ich glaube, das stimmt nicht. Ich habe diesen Beschluss gelesen und da steht, dass Sie nicht in Kauf nehmen wollen, dass die Bundeswehr Schusswaffen einsetzt. Und dass sie sich deshalb enthalten. Und wollen Sie das den Soldaten tatsächlich zumuten, dass sie dort, ohne wenigstens die Möglichkeit zu haben, sich zu verteidigen, agieren? Ist das nicht wirklich? Das haben sie ja immer. Also das Selbstverteidigungsrecht ist ja immer da. Habe ich Ihren Beschluss falsch gelesen? Es gibt zwei Kritikpunkte, die wir haben. Natürlich sind wir dafür zu retten. Deswegen haben wir das ja auch beantragt im Deutschen Bundestag. Und wir sind dafür, so viel wie möglich Leute zu retten. Wir haben zwei Kritikpunkte. Das eine ist, der Kreis der Menschen, die gerettet werden, ist viel zu klein. Es werden Menschen im Stich gelassen. Es geht eben das Wort Ortskräfte kommt übrigens in dem Mandatsbeschluss gar nicht vor. Wir haben gerade die Situation, dass uns die Ortskräfte rausholen. Ich habe überhaupt kein Vertrauen zu dieser Bundesregierung. Ich habe zu dieser Bundesregierung überhaupt kein Vertrauen. Man hat monatelang Zeit gehabt, die Menschen rauszuholen. Man hat gesagt, bürokratische Regelungen, die Leute sollen auf eigene Kosten nach Kabul kommen. Sie glauben nicht, dass die Bundeswehr, die jetzt aktuell in Kabul am Flughafen ist, versucht, jeden von den Ortskräften rauszuholen, wo sie es schaffen? Bei uns wird immer wieder berichtet, dass die Flugzeuge nicht so voll sind, wie sie sein könnten. Uns wird immer wieder berichtet von Menschen, die abgewiesen werden, weil sie eben vor 5 Jahren für die Deutschen gearbeitet haben und nicht vor 2 Jahren. Ich habe jede Menge Hilferufe von Menschen, die sagen, ich bin akut gefährdet und ich habe keine Möglichkeit, den Krisenstab des Auswärtigen Amtes zu erreichen. Ich komme nicht auf diese Listen, ich werde nicht ausgeflogen. Und deswegen ist unsere Befürchtung, dass viel zu wenig Menschen gerettet werden. Und deswegen sagen wir, natürlich müssen wir retten. Ich meine, das ist jetzt eine nachträgliche Mandatierung, die Woche im Bundestag zur Abstimmung steht. Das wird ja längst gerettet. Natürlich müssen wir evakuieren, selbstverständlich. Aber wir haben eine Kritik daran, wie die Bundesregierung das macht. Und deswegen stimmen wir nicht dagegen, sondern wir enthalten uns. Und wir haben viel früher vorgeschlagen, die Ortskräfte zu evakuieren. Dann wäre man jetzt auch nicht auf Absprache mit der Taliban angewiesen. Aber ganz kurz vielleicht mal auch zur Erläuterung, auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, weil das ist ja so ein Satz, der immer wieder die Runde macht. Diese Flugzeuge sind nicht voll. Wenn man mit Militärs, mit der Bundeswehr spricht oder auch mit amerikanischen Militärs, da gibt es eine ganz klare Erklärung für. Auch diese Maschinen haben Zeitslots. Und wenn in diesem Zeitslot nicht beladen werden kann, muss die Maschine los, weil die nächste kommt. Das heißt, da jetzt einen Vorwurf draus zu kritisieren, ist ein bisschen heikel. Genau so ist es. Ja, es ist ja nicht so, dass keine Leute am Kabuler Flughafen werden, die ausgeflogen werden. Ja, aber die müssen sollten. Reinkommen. Das Problem ist, dass es die ganze Zeit viel zu bürokratische Hürden gibt. Und dass eben Menschen, die gefährdet sind, jetzt auf Listen nicht stehen. Und wir sind der Meinung, erst retten, dann fragen. Wir müssen jetzt so viel wie möglich Leute ausfliegen. Und wir, also mal davon abgesehen, dass ja viele Leute aus den Provinzen gar nicht mehr nach Kabul kommen. Also die Bundeswehr war in Kunduz stationiert und in Mazar-i-Sharif. Da haben viele Menschen für die Bundeswehr gearbeitet, die gar keine Chance mehr haben, nach Kabul zu kommen. Aber auch in Kabul sind Menschen und Sie können sagen, das Auswärtige Amt hat Lageberichte vorgelegt. Ich meine, man kann sich auch eigenständig darüber informieren. Es ist ja nicht so, dass es keine NGOs, keine Hilfsorganisationen im Land gibt, wo man nachfragen kann, wie ist die Situation, wie gefährlich ist es. Die Sicherheitslage hat sich doch nicht erst seit 3 Wochen in Afghanistan verschlechtert. Seit 2011 hat sich die Sicherheitslage dramatisch verschlechtert. Es sind immer mehr Zivilisten ums Leben gekommen. Entschuldigung, das kann man sich ja wirklich nicht anhören. Frau Wissler sagt jetzt, weil nicht plötzlich Chaos herrscht an diesem Flughafen, was es tut. Es gibt dort Chaos, aber dass nicht einfach nicht mehr Leute noch mitgenommen werden,
Deswegen stimmen wir nicht für diesen Bundeswehreinsatz, um Menschen zu retten. Das ist doch absurd. Sie müssen doch sagen, wir retten jetzt alle, die auch in den Slots übrigens, es auf den Flughafen schaffen. Übrigens nicht jeder kommt dort durch. Erstmal an den Checkpoints der Taliban, dann ist die US-Armee dort. Dann muss natürlich geschaut werden, wer ist diese Person? Steht sie auf dieser Liste? Ich bin selbst jeden Tag eigentlich damit beschäftigt als Abgeordneter. Wir haben auch Ortskräfte bei uns, die noch andere kennen, die nicht auf den Listen stehen, wo ich selber mithelfe und versuche zu helfen. Übrigens, Horst Seehofer hat da sofort gehandelt, zum Beispiel als es um die Regelung auch für diejenigen, die nicht davon, also zum Beispiel erwachsene Töchter, die noch im eigenen Haushalt leben. Aber das ist schon ein starkes Stück, sich hier hinzustellen und zu sagen, weil nicht eine Maschine, die übrigens wegen dieses Zeitslots abfliegen musste, deswegen stimmt, deswegen stimmt, deswegen, ich habe sie auch ausreden lassen. Lassen Sie mich doch ausreden. Bundeswehrsoldaten vorwerfen, dass sie die Menschen nicht ausreden. Es fällt Ihnen schwer. In Wirklichkeit ist doch dahinter eine ganz andere Haltung. Sie haben eine tiefe Abneigung gegen jeden und jede, die Uniform trägt. Sie haben eine Abneigung gegen unsere Streitkräfte. Sie sind grundsätzlich gegen jede Aktivität unserer Streitkräfte im Ausland. Und so kann man keine verantwortungsvolle Politik machen. Sie sind gegen die Mitgliedschaft Deutschlands in der NATO. Sie sind gegen Operationen, die wir als Europäische Union durchführen im Ausland. Gegen alles haben sie gestimmt. Ihre Co-Vorsitzende weiß nicht mal, wogegen sie gestimmt hat. Sie weiß nur, dass sie dagegen ist. Und so kann man Deutschland nicht führen. Olaf Scholz will genau das, diese Chaostruppe mit ins Kanzleramt nehmen. Bevor Frau Wissler antworten kann, würde ich gerne ein Argument von ihr aufnehmen. Sie hat ja gesagt, dass vor 3 Monaten schon mal im Bundestag über die Ortskräfte abgestimmt wurde. Sie haben auch dagegen gestimmt. Nun hat Ihr Fraktionskollege Roderich Kiesewetter, der selber Soldat ist, eingestanden, dass das ein Fehler war. Würden Sie das auch eingestehen, vielleicht auch für die ganze CDU? In Anbetracht der damaligen Situation, mit dem Sachstand, den wir alle hatten, mit der damaligen Lage, haben wir diese Entscheidung getroffen. Natürlich würden wir heute, wenn wir, und wir stimmen ja jetzt wieder ab über die Frage Aufnahme von Ortskräfte, würden wir natürlich anders abstimmen und werden das ja auch tun. Im Gegensatz übrigens zur Linken nochmal. Wir werden dafür stimmen, weil dieser Einsatz richtig und wichtig ist. Die Ortskräfte haben uns geholfen dort im Land. Sie haben sich auf uns verlassen. Übrigens hat das was auch mit dem Ansehen Deutschlands in zukünftigen Operationen zu tun. Wenn man dann weiß, wenn man für Deutschland arbeitet, dann kann man sich auf Deutschland verlassen. Und deswegen bin ich dafür, dass wir jetzt eben alle, nicht nur übrigens Ortskräfte der Bundeswehr rausholen, sondern auch von anderen Ministerien wie dem Auswärtigen Amt. Und lassen Sie mich noch einen Punkt nehmen. Armin Laschet ist da sehr wichtig, dass insbesondere Frauen dort, die sich für das neue Afghanistan engagiert haben, Bürgermeisterinnen, Frauenrechtsaktivistinnen, Journalistinnen, als erstes dann gerettet werden. Frau Wissler, Sie wollten erwidern. Naja, zum einen ist es ja mal so, weil Sie uns jetzt außenpolitische Verantwortungslosigkeit vorwerfen. Also was ja nun wirklich verantwortungslos war, war die Bundeswehr vor 20 Jahren diesen Einsatz zu schicken. Wir haben immer davor gewarnt und wir haben immer dagegen gestimmt. Und ich meine, jetzt haben Sie eine Situation, dass die Situation schlimmer ist als vor 20 Jahren, weil die Taliban stärker sind als vor 20 Jahren. Das ganze Kriegsgerät, mit dem die afghanische Armee in den letzten 20 Jahren ausgerüstet wurde, die Soldaten, die ausgebildet wurden. Ja, wo sind die denn jetzt alle? Die afghanische Armee hat nicht gekämpft. Es ist zu befürchten, dass die Taliban jetzt auf das komplette Kriegsgerät und auf die Kämpfer der afghanischen Armee Zugriff hat. Das heißt, sie haben die Situation noch schlimmer gemacht. Die humanitäre Lage ist katastrophal. Und wir haben davor gewarnt. Und jetzt wirklich, also wenn es eine Partei gibt im Deutschen Bundestag, die gerade keinen Anlass hat, ihre außenpolitischen Positionen zu überdenken, dann ist es die Partei Die Linke. Wir haben davor gewarnt, was hier passiert ist. Und Sie haben zu verantworten, Sie und alle anderen Parteien im Bundestag haben zu anerkennen, dass es in den letzten 20 Jahren durchaus Fortschritte in Afghanistan gegeben hat, gerade für die Frauen, gerade für die Kinder auch. Diese Fortschritte sehen Sie nicht oder wollen Sie die nicht sehen? Es gab 80.000, über 80.000 zivile Tote. Denken Sie an die Bombardierung der Tanklaster. Da hat auf der Verantwortung eines Bundeswehrgenerals sind über 100 Zivilisten ums Leben gekommen. Und was hat Deutschland gemacht? Nicht mal Entschädigungen für die Familien. Jetzt fängt das Bashing wieder an auf die Bundeswehr. Das war zu erwarten. Aber ich will noch mal auf den Punkt, warum wir überhaupt... Das hat doch nichts mit Bashing zu tun, wenn man über zivile Tote spricht. Ja, weil Ihnen das Erste bei dem Afghanistan-Einsatz einfällt, dass dort in der Frage der Verteidigung und auch des Einsatzes Deutschland und deutsche Soldatinnen und Soldaten Fehler gemacht haben sollen. Ich will auf was anderes eingehen. Sie haben angesprochen, warum sind wir denn nach Afghanistan gegangen? Weil es einen Bündnisfall gab der NATO.
Deswegen, weil unser Partner, die Vereinigten Staaten von Amerika, angegriffen wurden. Und deswegen sind wir nach Afghanistan gegangen. Ich weiß, sie lehnen die NATO ab. Aber ich habe eine ganz andere Haltung, wie auch die Union eine ganz andere Haltung. Wir brauchen die NATO. Und natürlich, wenn ein Partner angegriffen wird, werden wir gemeinsam verteidigen. Der Mandatstext hat sich übrigens in den Jahren geändert. Ich bin zu jeder Diskussion bereit, zu sagen, sind dann die Ziele auch des Nation Buildings eigentlich erfolgreich gewesen? Hat man die Lage richtig eingeschätzt? Aber dass wir nach Afghanistan gegangen sind, übrigens unter einer rot-grünen Führung der Bundesregierung, finde ich richtig, weil es ein Bündnisfall war. Das finden Sie heute noch richtig? Das finde ich heute noch richtig, dass im Bündnisfall... 80.000 zivilen Toten und 59 gefallenen Soldaten. Finden Sie immer noch richtig? Nach diesem Desaster finden Sie es immer noch richtig? Ich finde es richtig, dass im Bündnisfall die NATO zusammensteht. Genau so eine Politik in der Ablehnung der NATO wird uns außenpolitisch isolieren. Wenn es nach Ihnen geht, kann sich niemand mehr auf Deutschland verlassen. Frau Wissler, Sie haben... Das sagen die Ortskräfte auch, dass sich keiner mehr auf Deutschland verlassen kann. Frau Wissler, haben da die Erfahrung gemacht. Ich gebe Ihnen den Punkt, dass die Linkspartei immer gegen diesen Einsatz war. Das ist gut dokumentiert. Aber ich habe heute ein Dokument gefunden von der Gruppe Marx 21. Die kennt niemand, die ist aber wichtig, weil sie kommen politisch aus dieser Gruppe. Und die schreiben zum Afghanistan-Einsatz, ich darf zitieren: Wir wollen damit sagen, dass die Afghaninnen Gründe haben, die Taliban den westlichen Besatzern, den Warlords und der Regierung Ashraf Ghani vorzuziehen. Und ihre Genossen führen weiter aus: Entscheidend ist, dass die Taliban in den von ihnen kontrollierten ländlichen Gebieten ein ehrliches Justizsystem betrieben haben. Ihr Ruf ist so gut, dass sich viele Menschen, die in den Städten in Zivilprozessen verwickelt sind, darauf geeinigt haben, sich an Taliban-Richter auf dem Land zu wenden. Dies ermöglicht ihnen eine schnelle, billige und faire Rechtsprechung ohne hohe Bestechungsgelder. Da das Urteil gerecht war, können beide Parteien damit leben. Sind Sie sicher, dass alle Ihre Genossen da auf der richtigen Seite stehen? Ich kenne das Zitat überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Marx 21 ist doch Ihre Gruppe. Ich kenne das Zitat überhaupt nicht. Fakt ist, ich finde die Taliban furchtbar. Viele Menschen werden jetzt leiden unter den Taliban. Frauen, aber eben auch Menschenrechtsaktivisten, Journalisten, Sportlerinnen und Sportler. Das ist furchtbar. Die Frage aufzuwerfen, warum viele Menschen offensichtlich auch nicht gekämpft haben, sich nicht gewehrt haben gegen die Taliban. Das ist eine richtige Frage. Ja, und natürlich ist dann eben auch die Frage, das Problem eben ist, dass die Besatzung in den letzten 20 Jahren eben nicht empfunden wurde als irgendwie was Verbesserung gebracht hat. Die humanitäre Situation ist dramatisch in Afghanistan. Die Versorgungslage ist schlimm. Und man muss ja auch sehen, dass in den letzten Jahren die Taliban immer weiter auf dem Vormarsch waren. Ich finde das fürchterlich. Der Linken hat der Taliban gratuliert zu dem Sieg über den Westen. Da gibt es ein Ausschlussverfahren. Aber so tickt ihre Basis. Sie Parteivorsitzende wurden, haben gemäßigte Kräfte in Ihrer Partei verlangt, dass Sie sich von Marx 21 distanzieren. Sie haben das damals nicht getan. Wollen Sie das nicht vielleicht im Lichte der Entwicklung in Afghanistan und was diese Gruppe dazu sagt, nachlegen? Wie gesagt, ich kenne überhaupt nicht das Zitat. Ich sehe jetzt überhaupt keine Veranlassung, mich von irgendwas zu... Über was reden wir? Wir reden darüber, dass verzweifelte Menschen am Kabuler Flughafen versuchen, ihr Leben zu retten. Darum geht es doch. Und es geht darum, dass eine deutsche Bundesregierung in 20 Jahren in diesem Einsatz ja überhaupt keine Strategie, überhaupt keine... Also wo sollte das denn hingehen? Man ist da reingegangen, weil man den Terror bekämpfen wollte. Dann irgendwann ging es um Demokratie und Frauenrechte. Und ich muss mal ehrlich sagen, von einer Partei, die wirklich bis vor 2 Wochen wurden noch Menschen nach Afghanistan abgeschoben in Form der Sammelabschiebungen, obwohl die Gefährdungslage ganz klar und ganz deutlich war. Und das ist doch der Punkt, über den wir hier reden müssen und nicht, was irgendein Mitglied der Linken, das überhaupt keine Funktion hat und gegen das ein Ausschussverfahren läuft, jetzt zu irgendetwas gesagt hat. Aber das war doch Ihre Gruppe, in der Sie gewirkt haben. Also wenn jemand in der CDU das geschrieben hätte, würde ich es auch Herrn Ziemiak vorhalten. Wie gesagt, keine Ahnung, ich kenne es nicht. Wir leiten es nachher gerne noch mal weiter. Ja, ich glaube, zum Thema Afghanistan... Ich kann nicht zu jedem einzelnen Zitat eines einzelnen Mitglieds von 60.000 Mitgliedern äußern. Die Position der Linken ist vollkommen klar. Die Taliban werden eine Schreckensherrschaft in Afghanistan installieren. Sie werden gestärkt sein durch das westliche, durch die Ausstattung der afghanischen Armee, durch westliche Waffen. Und deswegen sagen wir ganz klar, jetzt müssen alle Bundeswehreinsätze überprüft werden. Das sagt ja sogar die Verteidigungsministerin. Abzug der Truppen aus den Auslandseinsätzen. Wir brauchen eine friedliche Außenpolitik, Schluss damit, Waffen in alle Länder zu exportieren. Pakistan zum Beispiel, die verbündet sind in Teilen auch mit den Taliban. Ja. Das ist notwendig, dass man das jetzt macht. Wir
haben noch einiges mehr an Themen. Ich weiß, Afghanistan, wir können wahrscheinlich locker 2 Stunden hier gemeinsam stehen. Ich würde ganz gerne noch mal im Lichte auch der aktuellen Umfragewerte auf mögliche Koalition oder auch nicht, was der eine vom anderen erwartet. Herr Ziemek, Sie haben sich relativ deutlich in Richtung Herrn Scholz ja geäußert, mit dem Ihre Partei im Moment ja durchaus noch in einer Koalition ist. Haben ihm, ich glaube, Taschenspielertricks waren das, vorgeworfen. Da ging es eben auch um die möglichen Ausschlusskriterien von Seiten der SPD in Richtung Linkspartei. Würden Sie das heute noch mal in der Form wiederholen oder sehen Sie da Abstufungen? Weil Herr Scholz ja eigentlich relativ deutlich gemacht hat, dass er da überhaupt noch nicht sicher ist, wo er hintendiert. Nein, er ist sich sicher, wo er hintendiert. Woher wollen Sie das wissen? Ja, weil er sich einfach schon allein in der SPD nicht gegen Frau Esken durchgesetzt hat, nicht gegen Herrn Kühnert. Das sind diejenigen, die die Strategie machen. Er hat ja jetzt noch mal deutlich gesagt, er möchte Frau Esken als Ministerin gegebenenfalls. Und er möchte auch nicht. Er hat gesagt, er hält sie für ministrabel. Er möchte nicht nach dem Parteivorsitz greifen. Das heißt, die Agenda von Frau Esken, Herrn Kühnert, ist klar. Und Herr Scholz braucht eine Mehrheit. Und er will natürlich mit den Linken, wenn es nur reicht, und das sage ich Ihnen heute voraus, wenn SPD, Grüne und Linke eine Stimme Mehrheit haben, dann freut sich die Linke und dann wird Herr Scholz das auch machen. Deswegen halte ich das, wie momentan der Wahlkampf der SPD ist, in der Frage nicht zu erklären, nicht auszuschließen, gibt es nur einen Grund für, nämlich, dass er das will. Und das ist Betrug am Wähler, das offen zu lassen. Er soll einfach klar sagen, schließt er eine Koalition mit den Linken aus, ja oder nein, er tut es nicht, weil er es will. Ich schließe eine Koalition für die Union mit der Linkspartei und mit der AfD aus. Bei uns weiß man, was man bekommt, nämlich eine bürgerliche Politik, bei Herrn Scholz nicht. Und das muss jeder wissen, der sich Gedanken darüber macht, wer soll die nächste Bundesregierung führen. Es geht nicht nur um eine Person, sondern es geht um Parteien, die zusammen koalieren. Wollen wir in der Mitte bleiben? Wollen wir weiterhin auf Wohlstand setzen, nicht auf Steuerung, sondern auf Entlastung für einen starken Wirtschaftsstandort? Oder wollen wir linke Experimente mit einer ideologischen Politik, die wir hier wirklich auf hervorragende Art und Weise vorgeführt bekommen haben? Frau Wissler, als Olaf Scholz an derselben Stelle, wo Sie jetzt sind, vor 2 Wochen hier bei uns war, hat er gesagt, er würde nicht mit einer Partei koalieren, die ein ungeklärtes Verhältnis zur NATO hat. Was Sie von der NATO halten, haben Sie schon dargestellt. Kann ich daraus folgern, sollte Scholz Sie anrufen nach der Bundestagswahl und die rot-rote grüne Mehrheit wäre rechnerisch da, würden Sie gar nicht ans Telefon gehen? Also es geht doch jetzt nicht darum, irgendwelche Bekenntnisse voneinander zu verlangen, sondern wir haben eine sehr ernste... Hat er ja gesagt. Ja, bei mir nicht und ich halte das auch für keinen sinnvollen Weg. Es geht doch jetzt darum, wirklich politisch etwas zu verändern. Es muss doch Schluss sein mit der Politik der verlorenen Zeit. Die letzten Jahre haben doch beim Thema Klimaschutz zum Beispiel... Klimaschutz ist doch, machen wir noch, aber ich möchte wirklich wissen... Naja, aber das sind doch die Themen, um die es geht. Sie haben gefragt, ob ich ans Telefon gehen würde, wenn Scholz anrufen würde. Und dann sage ich ja selbstverständlich. Weil wir dringend soziale Verbesserungen brauchen, weil wir Maßnahmen zum Klimaschutz brauchen, sonst wären wir das 1,5 Grad. Würden Sie die Außenpolitik auch hintanstellen? Das ist ja die Forderung von Scholz. Also was die Linke kritisiert, und das ist doch vollkommen klar, ist, dass das NATO-2-Prozent-Ziel eine massive Aufrüstung bedeutet. Und seit dem Jahr 2014 ist der Verteidigungshaushalt um 35% erhöht worden. Ja, das halten wir für einen Fehler. Wir wollen Waffenexporte wollen wir stoppen, weil wir es für einen Fehler halten, Waffen in alle Welt zu liefern. Wir liefern Waffen in die Türkei, nach Pakistan, nach Ägypten, nach Katar, bis vor kurzem noch nach Saudi-Arabien. Ja, wie soll man das denn erklären mit irgendwelchen Wertevorstellungen, wo in Saudi-Arabien wie Frauen unterdrückt werden und Menschenrechte dort nicht anerkannt werden. Bis vor kurzem sind da noch Waffen hingeliefert worden. Das wollen wir beenden. Ja klar, wir wollen einen Politikwechsel. Und das muss doch jetzt klar sein, dass mit Union und FDP, und da müssen sich auch SPD und Grüne entscheiden. Also wer ernsthaft soziale Gerechtigkeit will, wer Klimaschutz will, wenn SPD und Grüne ihr eigenes Programm ernst nehmen, dann geht das doch nicht mit FDP und Union, wenn wir den Mindestlohn erhöhen wollen, endlich mal investieren wollen, das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen. Das wird doch mit Ihnen überhaupt nicht gehen. Und deswegen halte ich es für gut, wenn es so aussieht, dass es eben auch eine Mehrheit jenseits von Union und FDP gibt. Und man sollte schauen, was man inhaltlich daraus machen kann. Also ich mache noch einen dritten Versuch und ich meine es wirklich nicht böse. Revidieren Sie Ihre Außenpolitik, um in eine rot-rot-grüne Regierung einzutreten oder nicht? Sie fragen mich, nachdem gerade das Afghanistan im Desaster geendet ist und die Linke davor immer gewarnt hat, wie Sie gerade selber sagten, fragen Sie mich, ob wir unsere Außenpolitik revidieren. Also ganz ehrlich, ich bin der Meinung, dass es andere Parteien gibt, die sich mal wirklich sehr kritisch reflektieren sollten
ob es richtig war, die Bundeswehr nach Afghanistan zu schicken, ob es richtig war, Waffen zu liefern, die am Ende man nie weiß, in welche Hände sie geraten. Also ich bin nicht der Meinung, dass aufgrund der aktuellen Weltlage wir gerade Anlass haben, unsere außenpolitischen Positionen zu hinterfragen, wenn selbst die Verteidigungsministerin sagt, die Auslandseinsätze müssen auf den Prüfstand. Wir brauchen einen Untersuchungsausschuss, wir müssen Sachen aufarbeiten, aber dass wir jetzt unsere Positionen, also das ist doch ein bisschen absurd angesichts des Desasters. Lassen Sie Herrn Ziemiak vielleicht darauf reagieren. Er steht schon die ganze Zeit so ein bisschen da. Ja, weil ich die Schlagworte höre. Ja. Und Frau Wissler hat ja sehr ehrlich gerade die Agenda beschrieben. Tatsächlich wäre das eine neue Politik. Es wäre tatsächlich eine Politikwende hin. Erste Erkenntnis, die Sie ja gerade zitiert haben, ist weniger Geld für die Bundeswehr. Weniger für unsere Streitkräfte, weniger Geld für die Ausstattung, für die Soldatinnen und Soldaten, die wir in den Einsatz schicken. Das finde ich in Anbetracht dessen, was jetzt gerade geleistet wird, schlicht und ergreifend unverschämt. Wenn ein Parlament Soldaten in die Welt schickt, dann müssen die beste Ausrüstung haben. Und davon haben wir leider zu wenig. Und wir brauchen mehr Geld für unsere Verteidigung, um es mal klar zu sagen. Wir brauchen auch natürlich internationale Verpflichtungen. Aber Sie gehen ja mit Ihrem Programm noch weiter. Sie setzen ja auf Enteignung, Sie setzen ja auf Verstaatlichung, Sie setzen auf Bevormundung. Und Sie wollen im Prinzip die Leute mundtot machen, die eine andere Vorstellung haben, nämlich Vorstellung von Freiheit. Sie bezeichnen sich als Sozialistin. Sie bezeichnen sich als Sozialistin. Ich bin 1985 in der Volksrepublik Polen geboren worden. Die Menschen, die in der DDR geboren wurden, die können das nachvollziehen. Da waren im Gedanken ihre Genossen an der Macht. Ich weiß aus den Geschichten meiner Familie, was Sozialismus bedeutet. Und das wollen wir nicht in Deutschland. Wir wollen nicht einen Schritt zurück in die Vergangenheit und eben eine Verschlechterung für alle. Sozialismus bedeutet, es geht allen gleich schlecht. Und ich sage Ihnen ganz offen, deswegen kämpfen wir jetzt auch in diesen letzten Tagen und Wochen jeden Tag um diesen Linksrutsch hin zum Sozialismus, wie sich Frau Wissler den vorstellt, gemeinsam mit einer Mehrheit mit SPD und Grünen zu verhindern. Zum Thema Enteignung, Frau Wissler, gab es ja auch gerade erst ein größeres Interview mit Ihnen. Da ging es um die unterschiedlichsten Aspekte, die wir da haben. Unter anderem der Mietendeckel hier in Berlin ist ja nur krachend gescheitert durchs BVG. Nichtsdestotrotz, die Enteignungsrunde, nenne ich es mal, läuft noch immer. Der Mietendeckel hat ja auch nichts mit Enteignung zu tun. Nein, ich weiß, das ist, aber beide Punkte wollte ich nur kurz anbringen. Die Enteignungsgeschichte läuft hier nach wie vor. Die Stimmenanzahl ist erreicht worden. Warum glauben Sie tatsächlich, dass das ein probates Mittel in einer Demokratie ist? Also erstens, Enteignungen sind nach dem Grundgesetz möglich, passieren auch dauernd. Unter bestimmten Voraussetzungen. Passieren dauernd. Also schwarz-gelbe Landesregierungen enteignen Menschen für einen Kohleabbau, für Autobahnen. Hier wird ständig irgendwas enteignet. Also das ist überhaupt kein Novum. Und in Berlin geht es um die großen Immobilienkonzerne. Und wir haben eine Situation, dass die Mieten für die Menschen immer weiter steigen. Deren Wohnungen werden nicht schöner, die werden nicht größer, die werden nicht besser, aber die Mieten steigen. Ich würde sagen, das ist eine tagtägliche Enteignung von Mieterinnen und Mietern, wenn sie immer mehr für die Miete zahlen müssen. Und gerade diese großen Immobilienkonzerne wie Vonovia, die haben Gewinn plus von über 10%, die Mieten steigen, die vernichten bezahlbaren Wohnraum. Und deswegen sagen wir, Wohnen, das ist ein Menschenrecht. Wohnungen sind ein Zuhause für Menschen. Das ist kein Rendite- und Anlageobjekt. Und deswegen sagen wir, wir brauchen wieder mehr Wohnungsbestand in der öffentlichen Hand. Das halten wir für dringend notwendig. Und wir brauchen den Mietendeckel als Atempause überhaupt. Weil schauen Sie sich die Entwicklung hier in Berlin auf dem Mietmarkt an oder auch in München oder in Frankfurt. Das ist dramatisch. Die Menschen wissen wirklich nicht mehr, wie diese Miete bezahlen sollen. Und da müssen wir doch was tun, wenn alle 12 Minuten eine Sozialwohnung in Deutschland verloren geht. Und deswegen ist das eine Verantwortung. Und deswegen sagen wir, Mieterinnen und Mieter schützen, bezahlbaren Wohnraum herstellen. Das ist eine der zentralen sozialen Fragen. Und dass Sie eher die Interessen der Immobilienkonzerne vertreten, gut, das ist so. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Aber wir sind die Partei der Mieterinnen und Mieter. Und wir treten dafür ein, dass die Mieten bezahlbar bleiben. Herr Ziemiak, Sie setzen nicht auf Enteignung, das setze ich voraus. Aber muss es auch nicht die Union umtreiben, dass sich junge Familien in manchen Städten keinen Wohnraum mehr leisten können? Also ist es nicht, dass die Linke in dem Punkt wenigstens einen Finger in eine real existierende Wunde legt? Ja, es ist ja so, dass wir über dieses Thema ja alle miteinander sprechen. Die Frage ist nicht nur, wie schaffen wir bezahlbaren Wohnraum? Das haben wir angepackt, zum Beispiel mit der Erhöhung des Wohngeldes, wovon Hunderttausende von Familien profitieren in unserem Land, sondern auch eine enteignete Wohnung, wogegen ich strikt bin. Aber Sie wollen ja die Wohnungseigentümer enteignen. Die mehr als 3.000 Wohnungen besitzen, das muss man jetzt schon mal deutlich sagen. Ja, damit fangen Sie an. Sie wollen auch in der Daseinsvorsorge enteignen. Das ist doch, Sie glauben doch, der Staat könne das. Ich habe jetzt gerade nicht auf dieses Bild geschaut. Sie wollen, dass alle gleich leben, nur am Ende sieht es eben nicht so schön aus. Das ist übrigens das Werk sozialistischer Wohnungspolitik, die wir alle erlebt haben. Zurück zum Thema. Eine enteignete Wohnung verdoppelt sich ja nicht.
Die Frage ist doch, wie schaffen wir mehr Wohnungen? Wir haben in dieser Legislaturperiode den Turbo eingelegt. Wir haben 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut. 1,2 Millionen sind schon fertig und bezogen und 300.000 werden jetzt fertiggestellt und bezogen. Und genau diesen Turbo brauchen wir jetzt auch in den nächsten 4 Jahren. So viele neue Wohnungen gab es schon lange nicht mehr. Und dann müssen wir den sozialen Wohnungsbau fördern. Das tun wir mit 5 Milliarden Euro für die Länder. Das ist das, was wir tun. Wir brauchen neue Wohnungen, wir brauchen mehr Wohnungen, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum und wir brauchen auch bessere Abschreibungsmöglichkeiten bei neuen Wohnungen. Und dann will ich noch an eine Gruppe denken, an die Sie mit Sicherheit nicht denken. Das sind junge Familien, die auch ein Einfamilienhaus bauen wollen. Natürlich darf das Einfamilienhaus nicht verboten werden, sondern wir wollen Menschen diesen Traum erfüllen. Das haben wir mit dem Baukindergeld getan. Und wir wollen die Grunderwerbsteuer abschaffen für diejenigen, die als Familie ihre erste selbstgenutzte Immobilie erwerben. Frau Wissler, Sie haben sich eben so ein bisschen abgewandt in der Körpersprache, als es um das Eigenheim ging. Wie ist Ihre Haltung? Das will doch überhaupt keiner das Eigenheim verbieten. Also ich meine, so wie Sie, das sind irgendwelche Horrorszenarien. Ich verstehe ja, dass jetzt bei der CDU die Nervosität groß ist. Aber ich meine, Sie sagen, Eigenheim verbieten, jede Wohnung enteignen. Es geht um Immobilienkonzerne mit mehr als 3.000 Wohnungen, die nicht gemeinnützig sind. Und beim Eigenheim, wenn Sie was für die jungen Familien tun wollen, dann geben Sie sich doch mal einen Ruck und schalten Sie endlich mal im Bundestag die sachgrundlose Befristung ab. Die führt nämlich dazu, dass junge Beschäftigte von einer Befristung zur anderen kommen, dass sie nur noch befristete Verträge bekommen. Und wer einen befristeten Vertrag hat, der bekommt schlechten Kredit. Und deswegen, der Traum vom Eigenheim, der scheitert doch für die jungen Familien nicht daran, dass irgendjemand verbietet, dass sie ein Haus bauen, sondern dass sie zu wenig Geld verdienen, dass sie befristete Verträge haben. Und da hilft ihr Baukindergeld leider überhaupt nichts. Sie haben 4-mal so viel ausgegeben fürs Baukindergeld wie für den sozialen Wohnungsbau. Aber das ist doch nicht die Antwort auf die Wohnungsprobleme. Natürlich, eine alleinerziehende Verkäuferin, die sich in der Innenstadt... Familien geholfen, sprechen Sie doch mit den Leuten. Für Sie also Wohnraum hat es übrigens gar nicht geschafft. 12.000 Euro vielleicht nicht viel Geld sein, aber für diejenigen, die darauf angewiesen waren, übrigens das Eigenkapital zu erbringen, da hat das Baukindergeld sehr, sehr viel geholfen. Also erstens hat es überhaupt fast keinen zusätzlichen Wohnraum geschaffen, weil es einfach nur um Verkauf geht. Hören Sie doch auf, so über die Leute hinweg zu reden, als ob das völlig egal wäre. Wir haben Hunderttausende Menschen haben profitiert von dieser Förderung. Das müssen Sie doch mal anerkennen, die sich sonst eine Wohnung, ein eigenes Einfamilienhaus nicht leisten können. 4-mal so viel für Wohneigentum? 4-mal so viel wie für Sozialwohnungen. Sie können aber doch nicht der alleinerziehende Verkäuferin, die sich in der Innenstadt die Wohnung nicht mehr leisten kann, sagen kann, du kannst die Miete nicht zahlen, dann kauf dir doch ein Haus. Der hilft auch ihrer Wohnungsförderung nicht. Deswegen, das Verhältnis stimmt nicht, verstehen Sie? Für die Alleinerziehenden haben in dieser Legislaturperiode gemacht, mehr als in jeder anderen. Sind so viele Sozialwohnungen verloren gegangen. Und auch das stimmt natürlich nicht. Die Kinderarmut hat in der Zeit, in der Merkel Kanzlerin war, zugenommen. Ist doch eine Schande, dass in so einem reichen Land Kinder in Armut aufwachsen. Und das liegt eben auch daran, an dem Hartz-IV-System, daran, dass die Grundsicherung zu niedrig ist, dann tun Sie doch daran was und jetzt so tun, als würden wir über die Leute hinwegreden. Die Probleme sind doch existent. Die Mieten explodieren, viele Menschen kommen mit ihrem Gehalt nicht über die Runden. Ich meine, letztes Jahr haben wir noch geklatscht für die Pflegekräfte und für die ganzen, die systemrelevant dann. Und jetzt reden Sie davon, wenn man sagt, dass Krankenhäuser in die öffentlichen Hand gehören, reden Sie davon, dass man alles enteignen wolle. Ja? Wenn man sagt, ich würde gerne noch mal bei den Wohnungen bleiben, weil ich glaube, das interessiert besonders viele Leute. Die Lösung Ihrer Partei hier in Berlin war ja der Mietendeckel. Ja. Der war am Anfang populär, jetzt ist er etwas weniger populär, weil die Leute alles zurückzahlen müssen, weil es ein Verfassungsgerichtsurteil gab. Das war ein Verfassungsgerichtsurteil mit Ansage. Etwas Ähnliches ist einer Landesregierung, wo Sie beteiligt sind, schon mal passiert bei einem Wahlrecht. Ist es so, dass Sie bei Ihren Kernanliegen notfalls mit dem Bundesverfassungsgericht und mit dem Grundgesetz ein bisschen Schlitten fahren? Also, erstens hat der Berliner Senat ganz deutlich gesagt, der Mietendeckel ist ein Akt der Notwehr. Weil sie keine andere Möglichkeit mehr hatten, um diese dramatische Situation auf dem Wohnungsmarkt zu bekämpfen. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht gesagt, dass man den Mietendeckel nicht machen kann, sondern es hat gesagt, man kann es auf Landesebene nicht machen. Deswegen sagen wir jetzt erst recht, wir brauchen den Mietendeckel auf Bundesebene. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man alle Gesetze aufzählen wollte, die gerade Unionsinnenminister gemacht hätten und die verfassungswidrig waren, die ganzen Überwachungs- und Sicherheitsgesetze, also ich glaube, dass die linken Gesetze mehrheitlich verfassungswidrig sind. Dieser Mietendeckel war wahnsinnig populär und ich verstehe auch den Beweggrund, aber die Experten haben alle vorher gesagt, damit geht ihr krachen vor dem Bundesverfassungsgericht. Und finden Sie das richtig, weil Sie gerade gesagt haben, Notwehr, oder war das falsch?
Ich verteidige das absolut, dass der rot-rot-grüne Senat in Berlin versucht hat, diesen Weg zu gehen. Ja, es gab verfassungsrechtliche Zweifel. Es gab aber natürlich auch eine verfassungsrechtliche Prüfung. Natürlich gab es die Debatte darüber, ob man das machen kann oder nicht. Und jetzt ist klar, es gibt ja auf Bundesebene gibt es die Mietpreisbremse. Die ist nur leider halt sehr wirkungslos aufgrund der ganzen Ausnahmetatbestände. Und deswegen sagen wir, wir brauchen den Mietendeckel auf Bundesebene. Das ist dringend notwendig. Und das ist ein Instrument. Wir müssen etwas tun gegen den Anstieg der Mieten. Und deswegen müssen wir die Spekulation, die Immobilienspekulation unterbinden. Wir müssen Leerstand bekämpfen, mehr sozialen Wohnungsbau schaffen. Wir brauchen den Mietendeckel und wir brauchen auch eine Stärkung der öffentlichen Wohnungsgesellschaften. Das ist dringend notwendig, um wieder mehr Einfluss auf die Wohnungsbau zu bekommen. Ja, das tun wir übrigens ja mit dem, was ich gerade aufgezählt habe. Noch nie haben wir, also lange nicht mehr haben wir so viel Geld ausgegeben und wollen das weiterhin tun, gerade für sozialen Wohnungsbau. Nur unsere Antwort ist eben, Investitionen ermöglichen und nicht enteignen. Und das, was Sie in Berlin machen, weil Sie die Landesregierung angesprochen haben, Sie haben Kinderarmut angesprochen, das, wie Sie hier regiert haben, zeigt ja, da, wo Sie Verantwortung übernehmen, endet es am Ende in einem Art Failed State. Hier die Kinderarmut steigt, die Clankriminalität macht sich breit. Das Erste, was Ihnen einfällt, ist vorzugehen mit Gesetzen gegen Polizistinnen und Polizisten statt gegen Clankriminelle. Sie haben ja natürlich manchmal ein Problem mit verfassungskonformem Verhalten, wie es gerade diskutiert wurde. Sie wollen aber auch den Verfassungsschutz abschaffen. Ich meine, das ist doch irre, das, was unsere Verfassung schützt, die darauf achten, dass jeden Tag in der Gesellschaft Extremisten bekämpft werden, egal ob von rechts, ob religiös begründet oder Linksextreme. Die wollen Sie nicht mehr bekämpfen. Aber genauso wie Sie sich übrigens distanzieren von der Gewalt gegen Polizisten. Sie haben gerade unser schönes Berlin ein Failed State genannt. Ja. Politisch ist, um das mal klar zu sagen, und das nach dem großen Bankenskandal, den die Große Koalition und die CDU hier angerichtet hat. In der Frage der inneren Sicherheit hier in Berlin, in der Frage, wie das soziale Miteinander ist, Berlin ein Failed State. Das muss man sagen, da kann man sich bedanken bei SPD, Grünen und vor allem bei den Linken. Ich meine, schauen Sie sich doch die Verhältnisse an in der Riegerer Straße. Sie distanzieren sich nicht mal von der Gewalt gegen die Polizistinnen und Polizisten, die es dort gibt. Ich meine, wo leben wir denn, dass der Rechtsstaat sich nicht gegen Linksextreme durchsetzen kann, wo man auf die Idee kommt, wo jeden Tag die Polizisten ihren Kopf hinhalten, ein Gesetz zu machen, was Polizisten unter Generalverdacht stellt. Frau Wisser, diese Distanzierung von Gewalt durch Linksextremisten, Sie schütteln bereits mit dem Kopf. Ja gut, das war jetzt ja ein großer Aufguss von, also Berlin ist ein Failed State. Aber bleiben wir doch einfach bei dem Punkt kurz und schauen da genauer drauf. Ich finde auch, was Herr Ziemiak gesagt hat zu den Ämtern für Verfassungsschutz. Ich meine, da können wir ja wirklich froh sein, dass Hans-Georg Maaßen noch bis vor 3 Jahren unsere Verfassung geschützt hat, der bekanntermaßen ein Rechtsideologe ist. Und ich war selber im NSU-Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag. Warum wollen Sie den Verfassungsschutz abschaffen? Nochmal, steht doch in Ihrer Forderung. Ich habe 5 Jahre lang in die Abgründe dieser Behörde geschaut. Und die Nachrichtendienste wollen Sie auch abschaffen? Ich habe 5 Jahre lang in die Abgründe dieser Behörde geschaut. Und schauen Sie, die Landesämter für Verfassungsschutz bezahlen Neonazis dafür, dass sie Neonazis sind. Im NSU-Umfeld waren über 40 V-Männer der verschiedenen Ämter für Verfassungsschutz. Und das ist das Dramatische. Und wenn man versucht, Dinge aufzuklären, dann wird nur gemauert. Und ja, ich glaube nicht, dass der Verfassungsschutz uns schützt vor der Gefahr von rechts, sondern ganz im Gegenteil. Der Mörder von Walter Lübcke, der war doch bekannt dem Verfassungsschutz. Da wurden die Akten gesperrt. Da wurde alles unter Geheimhaltung. Wir haben doch nach dem Mann gefragt, dass die Gefahr von rechts systematisch kleingeredet wurde in den letzten Jahren. Auch von den Ämtern für Verfassungsschutz. Das ist doch gerade das Problem. Und wir erleben doch eine zunehmende Gefahr von rechts. Wir brauchen mehr und besseren Verfassungsschutz. Wir brauchen mehr Geld, mehr Ausstattung für den Verfassungsschutz, übrigens auch für die Geheimdienste. Und wir brauchen mehr Befugnisse übrigens auch für die Polizei, übrigens auch im Datenrecht, Datenschutz. Ich meine, Sie sprechen als erstes über den Datenschutz der Täter. Ich will beispielsweise bei der Bekämpfung von Kinderpornografie, so wie es in Nordrhein-Westfalen passiert, eine harte Hand, eine klare Linie. Leider muss man sagen, wehrt sich die Linke genauso wie Teile von SPD und Grünen dagegen. Frau Wisser, Herr Ziemiak, wir wollen im Prinzip den Bogen wieder zurückschlagen zu den aktuellen Umfragewerten, die wir bekommen haben und was die eben auch mit ihrem jeweiligen Wahlkampf machen, was sie beide ja eint bei all den Unterschieden, die wir hier jetzt gerade sehr, sehr deutlich ausformuliert gesehen und gehört haben, ist natürlich, dass Sie sich beide in diesem Wahlkampf jetzt in einer schwierigen Situation befinden. Herr Ziemiak, ganz ernsthaft gesprochen, was machen Sie jetzt? Ich meine, Sie können natürlich nicht zufrieden sein mit diesen aktuellen Zahlen. Wo wollen Sie jetzt ansetzen? Klare Kommunikation, klare Sprache, aufzeigen, worum es geht. Ich glaube, diese Sendung hat das noch mal deutlich gemacht. Olaf Scholz will mit Frau Wissler und ihrer Truppe dieses Land regieren. Ich habe deutlich gemacht, keine Steuererhöhung, sondern Entlastungen.
Ich habe deutlich gemacht, dass es um die Fragen der inneren Sicherheit geht, um einen starken Staat, aber eben auch um eine starke Wirtschaft, wo wir Entlastung. Das kommunizieren Sie seit Wochen schon. Wieso verfängt das nicht? Weil wir auch zum Teil mit anderen Debatten beschäftigt waren. Aber Sie haben mich gefragt, was ist jetzt wichtig? Was ist jetzt in den nächsten Wochen wichtig? Genau diese Dinge herauszustellen, die Unterschiede deutlich zu machen und nochmal aufzuzeigen, es ist eine Richtungswahl. Also jeder, der zuschaut, muss sich fragen, wollen wir weiterhin als Deutschland auf Erfolgskurs bleiben oder wollen wir eine linke Republik haben, wo wir nicht wissen, wie dieses Experiment ausgeht? Darum geht es und darum geht es jetzt auch in der Kommunikation. Und deswegen finde ich diese Sendung so ausgezeichnet, weil die Unterschiede deutlich geworden sind zwischen der Politik links und rechts. Machen wir danach. Aber ich würde Frau Wisser gerne was fragen. Wir haben ja jetzt gehört, Ziemiak hat ja 10-mal gesagt, Rot-Rot-Grün. Und Ihr Wahlkampf kommt überhaupt nicht aus dem Quark. Sie krebsen rum bei 6%. Wie fühlt es sich an, die letzte Trumpfkarte im Ärmel der CDU zu sein? Die CDU warnt vor Ihnen, das ist das Einzige, wo Sie noch vorkommen. Ich sehe das ganz anders. Ich finde das ehrlich gesagt positiv. Also wenn Herr Laschet jetzt wirklich die Fälle derartig wegschwimmen und Herr Ziemiak so nervös wird, dass er wirklich vor Rot-Rot-Grün so warnen muss und vor dem Einfluss der Linken, dann ist das doch ein richtig gutes Zeichen. Das zeigt doch, Rot-Rot-Grün ist möglich. Und dann reden wir mal über das, was verändert werden muss in diesem Land. Reden wir doch darüber, was verändert werden muss in diesem Land. Wir sehen doch gerade Klimawandel, das ist kein fernes Horrorszenario mehr. Der ist längst Realität. Wir müssen doch was tun. Aber Schluss mit der Politik der verlorenen Zeit. Wir müssen für soziale Gerechtigkeit sorgen. Darauf warten doch die Menschen. Ja, darauf brauchen aber, noch die aber Menschen. Wenn die Menschen tatsächlich darauf warten würden, müssten sie doch ganz andere Zahlen haben. Woran liegt es? Wieso kommen sie nicht an diejenigen ran, von denen sie sagen, die sind abgehängt, denen geht es schlecht, die sind sozial benachteiligt? Sie müssten doch bei dem, was sie sagen, wenn das so verfangen würde in der Bevölkerung, sie müssten doch mindestens bei 10 stehen. Das ist absolut ein richtiger Punkt. Wenn wir die Vermögenssteuer fordern, da haben wir gesellschaftliche Mehrheiten. Da sind selbst die Anhänger der FDP mehrheitlich dafür, beim höheren Mindestlohn auch. Wir haben natürlich kein ganz leichtes Jahr hinter uns gehabt, jetzt mit Corona-Krise, zweimal verschobener Parteitag. Wir gehen jetzt raus in diesen Wahlkampf. Hatten aber alle Corona-Krise. Corona-Krise hatten alle. Wir mussten wirklich, natürlich haben wir die personelle Neuaufstellung bei uns auch verschieben müssen. Aber wir gehen jetzt raus vor die Haustüren, auf die Plätze. Wir kämpfen um jede Stimme. Und ich sag mal so, wir kämpfen natürlich darum, dass die Linke gestärkt ist im neuen Deutschen Bundestag. Und das ist unser Ziel. Und da kämpfen wir um jede Stimme. Und da ist es sicher auch sinnvoll, jetzt zu mobilisieren und zu sagen, wir wollen ganz klar Veränderungen. Wir wollen die Probleme benennen. Wir wollen sie aber natürlich auch lösen. Und dazu brauchen wir endlich eine Bundesregierung, an der Union und FDP nicht beteiligt sind, weil es sonst nicht vorangeht bei der Frage Umverteilung, soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, weil sie diejenigen sind, die da auf der Bremse stehen. Es gibt eine Umfrage, wo die Linke ganz weit vorne ist, und das ist die Sachbuch-Bestsellerliste. Da führt Sarah Wagenknecht mit einem politischen Buch, seit Wochen ist sie ganz vorne. Ich möchte Ihnen nicht persönlich zu nahe treten, aber haben Sie mal darüber nachgedacht, ob Ihre Genossin das besser hingekriegt hätte als Sie? Sarah Wagenknecht hat vor 2 Jahren für sich entschieden, dass sie nicht mehr in der ersten Reihe der Linken stehen möchte. Und das als Fraktionsvorsitzende hat diesen Fraktionsvorsitz abgegeben. Sie ist weiterhin natürlich eine wichtige Figur für uns. Sie ist Spitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen. Und als solche läuft macht sie ja Wahlkampf. Läuft das Parteiausschlussverfahren noch? Ich bin da gerade nicht informiert. Es gibt ein Parteiausschlussverfahren. Das haben einzelne Mitglieder gestellt. Wir haben das für falsch gehalten. Wir lehnen das auch ab. Meines Wissens nach läuft das noch, aber ich glaube nicht, dass das irgendeine Aussicht auf Erfolg hat. Wir gehen jetzt gemeinsam in diese Bundestagswahl, in diesen Wahlkampf und machen gemeinsame Veranstaltungen und kämpfen dafür, die Linke möglichst stark zu machen. Janine Wissler, Paul Ziemiak, Robin Alexander und ich, und ich glaube auch unsere Zuschauerschaft, bedanken uns ganz, ganz herzlich für diese wirklich muntere und für manch einen Zuschauer, der vielleicht noch nicht so genau wusste, okay, wohin tendiere ich, vielleicht unter Umständen auch durchaus erhellende Diskussion. Ihnen beiden persönlich für die nächsten Wochen, ich glaube, die werden echt anstrengend, viel, viel Kraft vor allen Dingen. Danke, dass Sie da waren. Danke für die Einladung. Dankeschön. Danke sehr. So. Ja, wir bedanken uns auch nochmal und in wenigen Minuten geht es hier dann weiter mit den Nachrichten. Robin will schon raus.